bis Rotköpfen vor dem bösen Wolf bauen. Mädchen, oh Mädchen, pass uns auf, der Wolf ist kein Kuscheltier, er frisst ihn auf. Dass sie hier aus dem Walde kommt. Der kennt mich nicht. Den habe ich aber sauber reingelegt. Diesen verschämten Hund. Ein Hund? Ja, natürlich, ein Hund. Du hast doch keine Angst, oder? Boah, also bitte. Sag, Rotkäppchen, was hast du denn da gekauft? Das ist Kuchen und Wein. Wir haben nämlich gestern gebacken, sodass soll sich die schwache, kranke Großmutter etwas zugute tun und sich damit stärken. Sag, Rotkäppchen, ich glaube, deine Großmutter würde sich sicher über ein paar Blumen freuen. Bei diesem herrlichen Sonnenschein, da kann man sich doch nicht ins Bett legen. Warum schreist du so? Der Wolf ist hinter mir her. Oh, du lieber Schreck. Das ist der Wolf. Du bist der böse Wolf. Ja. Ich sehe doch schon aus wie die Großmutter. Aber Großmutter, warum hast du denn so lange Arme? Damit ich dich besser umarmen kann. Großmutter, warum hast du denn so große Zähne? Damit ich dich besser fressen kann. Man hätte mir den Bauch aufgeschnitten.